Hallo, hier ist wieder euer Easy von den Edeka Genussmomenten und wir machen die wohl bekannteste Nachspeise aus Portugal, Pastel de Nata. Wir nehmen einmal die Vollmilch mit 3,8% Fett, denn wir wollen diesen vollmundigen Milchgeschmack haben in unserem Pudding. Die Milch geben wir schon mal in den Topf hinein. Dann nehmen wir eine Vanilleschote und die halbieren wir längs. Die Vanilleschote, die kochen wir auch ein bisschen aus, damit wir auch die ganze Vanille und den ganzen Geschmack, das ganze Aroma in der Milch haben. Dann nehmen wir die Vanilleschote raus. Das Vanillemark bleibt aber in der Milch drin. Die Stärke lösen wir schon mal im kalten Wasser aus. Wenn wir die Stärke so reingeben würden, dann hätten wir Klümpchen im Pudding. Das wollen wir ja nicht umgeben. Die Maße dann später in unsere Milch hinein. Die Milch hat jetzt gekocht und jetzt nehmen wir die Vanilleschote raus. Jetzt geben wir den Zucker hinein. Jetzt verrühren wir das Ganze, damit der Zucker die Möglichkeit hat, sich aufzulösen. Und dann geben wir die Stärke rein, weil die Stärke sich sehr schnell absetzt. Immer vorher ein wenig verrühren. Jetzt stellen wir es beiseite und lassen etwas abkühlen. Wenn es kochen würde, dann würden die Eier, die jetzt reinkommen, stocken. Wir brauchen 2 Eigelbe und ein ganzes Ei. Wir haben hier Eiweiß drin, weil das Eiweiß eine bessere Bindung unserem Pudding gibt, falls der zu flüssig sein sollte. Und wir haben hier insgesamt 3 Eigelbe jetzt und das gibt unserem Pudding eine richtig schöne Farbe. Deswegen 2 Eigelbe und ein ganzes Ei. Damit unser Ei nicht sofort stockt, wenn wir das in unsere Milchmasse geben, geben wir etwas von der Milchmasse zu unserem Ei dazu. Und das machen wir, bis wir das Gefühl haben, dass wir ungefähr gleich viel Masse haben. Dann vermengen wir das Ganze. Und natürlich rühren wir dabei. Und so sieht unser Pudding aus jetzt. Jetzt geben wir diese Masse in die Schüssel, decken das mit Folie ab, damit keine Haut entsteht und stellen das beiseite, damit es noch ein bisschen mehr abkühlen kann. Ja, es ist noch ein bisschen flüssig, aber keine Sorge. Nach dem Backen stockt das Ei und dann haben wir eine richtig schöne Puddingmasse. Die Masse, die stellen wir erstmal beiseite, die kommt auch gerne in den Kühlschrank. Jetzt kümmern wir uns um die Förmchen, um die Blätterteigförmchen, wo die Puddingmasse reinkommt. Und zwar um den Blätterteig. Klar, man könnte jetzt Blätterteig selber herstellen, aber das ist irrsinnig viel Arbeit und macht nicht besonders viel Spaß. Der aus dem Supermarkt ist genauso gut und den nehme ich jetzt. Der Blätterteig wird halbiert. Wir legen eine Hälfte auf die andere, damit der Rand auch schon dicker ist. Und nun rollen wir das Ganze zu einer großen Schneckenrolle. Jetzt teilen wir diese Schneckenrolle in 12 Teile auf. Also einmal halbieren, dann nochmal halbieren jedes Teilchen und noch einmal. Und jetzt haben wir 4 Teile. Und diese 4 Teile teilen wir in 3 Teile auf. Dann haben wir nämlich 12. Momentan sieht diese Schnecke noch nicht so schön aus, aber später, wenn wir die ausrollen und in die Form geben und aus dem Ofen nehmen, sieht die richtig gut aus. Natürlich brauchen wir auch eine Form dafür und dafür nehmen wir diese schöne Muffinform. Die eignet sich super dafür. Dann haben wir 12 Stück davon. Hier haben wir auch Butter zum Einfetten der Form. Die Form muss richtig gründlich gefettet sein, denn je besser die Form gefettet ist, umso leichter gehen die Natas nach dem Backen aus dem Blech heraus. Jetzt werden diese kleinen Schnecken plattgerollt, damit ihr natürlich die komplette Form abdecken könnt, damit der Pudding nicht ausläuft, damit die schön aufgehen. Wenn ihr so kleine Löcher da reinbekommt, ist es absolut nicht schlimm. Die könnt ihr in der Form später korrigieren. Hier haben wir unsere Puddingmasse, die ein wenig flüssig ist. Manchmal ist sie ein bisschen flüssiger, manchmal ein bisschen dickflüssiger. Ihr müsst einfach nur die Rezeptmengen genau einhalten und dann werden die im Ofen auch richtig schön stocken. Ich habe mir jetzt einen großen Löffel besorgt, mit dem ich das abfülle. Das sind ungefähr 2 Esslöffel, die da reinkommen. Mehr würde ich nicht machen. Die Masse kommt später nämlich nochmal richtig hoch. Jetzt sind die Natas fast fertig. Jetzt kommen die für 25 bis 30 Minuten bei 200 Grad in den Ofen, Ober-Unterhitze. Jeder Ofen tickt ja ein bisschen anders und heizt auch ein bisschen anders. Deshalb immer wieder drauf schauen, wenn die braun werden, einfach rausnehmen. So, die Natas sind jetzt soweit, die würde ich jetzt rausholen. Wir gucken, wie die aussehen.
Also ihr Lieben, die Farbe ist grandios. Guckt euch diese schöne Färbung an. Dieser Duft. Die müssen ganz kurz abkühlen, bevor wir die probieren. Und ich finde, dazu würde so eine Puderzucker-Zimt-Mischung ganz gut passen. Die mache ich mal eben. Die müsst ihr unbedingt lauwarm probieren. Also ich finde, die sind perfekt geworden. Schreibt mir eure Erfahrungen in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Euer Easy.